Hi, ich bin Leni und das ist das vierte Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um mein Abschlussbuch. Erstmal für die Leute, die nicht wissen, was ein Abschlussbuch ist. Ein Austauschschüler kann sich das halt selber gestalten und der macht dann auch so ein paar Seiten über seinen Start, über seine Stadt. Und dann gibt man das im Freundeskreis rum und die schreiben dann da irgendwelche Ereignisse, die passiert sind, nochmal da rein oder irgendwelche Erinnerungen oder irgendwelche Bilder kleben die da ein. Und dann kann man es halt auf dem Hinflug, kann man sich das halt durchlesen und ja, dann hat man halt das ganze Jahr über irgendwas, also so ein Teil von seinen Freunden halt dabei. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal an, dann zeige ich euch mal das Buch. Das ist halt das Cover, da habe ich halt einfach eine Collage drauf gemacht und einfach mit ganz vielen Bildern von Kalifornien und so weiter. Hier habe ich noch hingeschrieben, my change year. Dann auf der Rückseite habe ich einfach habe ich es schlicht gehalten und habe dann einfach eine Amerika-Karte aufgeklebt und noch ein einzelnes Bild. Und dann habe ich das Ganze noch mit so einer selbstklebenden Folie eingebunden, damit, ja, damit wenn da irgendwie Wassertropfen draufkommen oder so, damit es nicht kaputt geht. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich das jetzt mal von innen. Also die allererste Seite. Also ich habe mich von mehreren Leuten inspirieren lassen. Das sieht man vielleicht auch nicht. Ich habe es dann so zusammengepasst. Packt und deswegen ist dann jetzt das Buch draus entstanden. Und die erste Seite sieht erstmal so aus. Das sind einfach mal so ganz viele Tumblr-Bilder oder so. Und ja, da kann man jetzt auch nicht viel zu sagen. Dann auf der nächsten Seite habe ich einfach eine schwarz-weiße Weltkarte mit meiner Fluglinie von Düsseldorf nach New York, von New York nach San Diego. Habe ich aufgeklebt und eingezeichnet und hier habe ich einfach mal einen Text geschrieben, wo ich geschrieben habe, was ein Abschiedsbuch ist und was meine Freunde da ungefähr mitmachen müssen. So, dann auf der nächsten Seite habe ich eine sehr große Collage gemacht mit Schwarz-Weiß-Bildern von allen meinen Freunden. Da steht einfach Danke drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Vielleicht ein bisschen, aber naja. Auf der nächsten Seite geht es dann schon los mit dem Vergleich zwischen der USA und Deutschland. Das habe ich relativ schlicht gehalten, weil die anderen Seiten davor ja schon so voll waren. Einfach ein paar Fakten, so Hauptstadt, Bevölkerung und Fläche. So, dann die nächste Seite, das ist einmal über meinen Staat. Habe ich einmal diesen The Golden State und noch ein paar andere Fakten und hier nochmal diese meine Flagge. Und auf der Seite ist dann meine Stadt. Ja, das ist dann halt nochmal die Flagge von der Stadt und wo sie halt in Kalifornien liegt. Und hier noch ein paar Fotos, Fakten. Dann die nächste Seite ist über meine Highschool. Da habe ich einfach mal Fakten aufgeschrieben. Dann auf der nächsten Seite ist hier so ein Dankestext. Also da habe ich nochmal so Danke an alle meine Freunde gesagt. Und das wird dann halt nochmal unterstützt mit so einzelnen Quotes. Die nächste Seite ist dann halt, wie das Buch so zu führen ist und was es so für kleine Regeln gibt und so weiter. Ja, dann auf der nächsten Seite habe ich die Kontaktliste, also hier habe ich nochmal meine Kontaktdaten hingeschrieben und halt nochmal so vergesst mich nicht und hier habe ich nochmal dann die Kontaktliste, wo man sich eintragen muss, so Nummer, Skype, E-Mail und so und die geht dann halt auch hier weiter. Dann auf der nächsten Seite habe ich nochmal eine Collage gemacht, aber diesmal im Bund und das dann von meiner Familie, mit meinem Bruder, Cousin, meinen Eltern, meinen Großeltern und so weiter, mit meinem Hund. Und ja, dann steht hier oben noch, it's your turn. Und ab da sind dann halt jetzt meine Freunde dran. Und hier, könnt ihr sehen, haben schon einige eingetragen. Deswegen ist das so mit Büroklammern halt zugemacht, damit ich das nicht lesen kann. Ich bin auf alle Fälle mega gespannt, das zu lesen. Und ja, dann hier sind einfach noch die nächsten freien Seiten. Und dann habe ich nur noch die letzte Seite gemacht. Und zwar ist das die Wall of Fame, wo dann einfach alle Leute, die in das Buch reingeschrieben haben, sich verewigen können, also halt unterschreiben können. Und das ist hier noch die Lasche, wo man dann halt Briefe reinlegen kann, weil man diesen Text zum Beispiel nicht will, dass andere Leute den lesen, weil der vielleicht zu persönlich ist oder so. Dann kann man es einfach in einen Brief reinschreiben und halt hinten in die Lasche reinlegen. Und ja, das war mein Abschiedsbuch. Wenn euch das Video zu meinem Abschiedsbuch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ich euch vielleicht inspirieren konnte, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben oder so. Oder einfach einen Daumen nach oben geben, das würde mich richtig tolle freuen. Und ja, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Dann sieht man sich beim nächsten Video, ne? Tschüss!